Willkommen zurück und moin moin zu Echo Generation. So, wir finden uns immer noch nicht im Labor. Und wir können ja auch nicht so viel machen hier eigentlich. Wir können immer noch mal... Ja, sie ist die Einzige, die unseren Vater kennt. Ihr seht gleich aus. Okay, können wir nicht viel machen? Mit ihr können wir auf jeden Fall nicht so viel reden. Die anderen haben wir alle schon abgequatscht. Gut, was machen wir jetzt, ist die Frage. Ich gucke mal unser Inventar. Was haben wir noch im Inventar liegen? Geburtsticket. Wir haben diese Farbe. Oh, das Buch können wir der Mutti noch geben. Und wir haben diese beiden Sachen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie wir weiterkommen. Wir geben das Buch jetzt einfach mal zurück zu unserer Mutter. Und gucken, was dann passiert. Können wir mal hinlaufen? Die sagt ja, dass... Ja. Die Mutter sagt ja... Schnackt ja gerade mit diesem Typen da. Wie sieht's mal aus hier? Ist natürlich, ist natürlich die Frage, wie wir am schnellsten rauskommen hier, weil ich glaube, das ist der Weg, ne? Oh, schnell runter. So. Dann schon hier links. Draußen lassen wir ruhig die Gegner noch mitnehmen, weil so können wir uns ja vielleicht wieder ein bisschen. Ne, sind gar keine Gegner, schade. Vielleicht gesagt, sonst pushen wir uns noch ein bisschen hoch wieder. Mit hier. So nochmal leveln oder so, aber das geht anscheinend nicht. Gut, dann laufen wir diesen Weg jetzt noch zurück. Den können wir auch noch besiegen hier vorne, den großen. Wie viel Leben haben wir denn? Wir sind auch leider nicht voll. Das machen wir jetzt auch nicht. Wäre ja Quatsch, jetzt gegen den zu kämpfen, wenn wir 5 haben. Gut, wir rennen einmal zurück zu uns nach Hause. Da müssen wir eh hin. Und dann können wir einmal schnacken mit Mutti und ihr das Buch geben. Da wird sie sich bestimmt freuen. Und vielleicht kriegen wir ja entweder ein neues Comicbuch oder irgendwas, was uns helfen wird für unsere Suche. Wahrscheinlich wird es wieder ein Comic werden. Aber egal. So. Dum-di-dum-di-dum. Ah, sind immer schon ganz schön weite Laufwege, muss ich zugeben. Das nervt auch ein bisschen. Was soll man machen? So, mal sind wir gleich zu Hause, ist auch nicht so schlimm. Den Weg irgendwie weiter in Erinnerung gehabt. So, aber wir können uns auch gleich schlafen legen, um wieder volle Energie zu bekommen. Noch Keks von ihr? Achso. Scheint nicht. Aber dann reden wir mit ihr. Guck, wir haben ein Buch für dich. Oh, ist das ein Portofino-Buch? Ja, wir haben es aus dem Buchshop geholt. Oh, es war so ein schöner Ort. Kann ich mal reinschauen? Klar. Ach, ich erinnere mich, wenn dein Dad und ich da waren, auf dem Urlaub gemacht haben mit einem anderen Pärchen. Wir hatten eine so schöne Zeit. Schöne Gegend, Strände, alles war schön. Das Fischessen war super da. Yummy. Hier, ich habe noch ein altes Bild davon. Ach, wenn man bloß zurück in die Zeit gehen könnte. Naja. So, ihr könnt es gerne haben. Vielleicht braucht ihr es ja für irgendwas. Ein Foto von ein paar Leuten in Porto. Okay, dann mal raufgucken. Können wir dabei irgendwas sehen noch extra auf? Nee. Gut, wir legen uns mal pennen. Also, wir sind voll da. Das Bild. Könnten wir der Tante natürlich im Labor zeigen, weil sie sagte ja, wir sehen irgendjemand ähnlich. Sie konnte uns aber noch nicht zuordnen. Kriegen wir jetzt einen Keks von dir? Okay. Weil, das konnte sie ja nicht zuordnen, wer wir sind. Aber wir sind ja nun mal die Kinder von dem Vater. Wir haben ja nur gesagt, dass wir der Vater sind. Wer der Vater ist, haben wir ja nicht gesagt. Wir haben ja nur gesagt, dass wir... dass unser Vater da arbeitet. Vielleicht, wenn sie den erkennt, vielleicht hilft sie uns dann weiter. Obwohl, ist vielleicht auch weit hergeholt. Obwohl, nee, ist gar nicht so weit hergeholt. Eigentlich könnte ich mir das gut vorstellen, dass das passieren könnte. Testen es mal. So, ups. Hier links. Das sind aber auch Gewaltmärsche hier. Ich könnte es natürlich auch immer zurechtschneiden. Aber ich würde das nur machen, wenn es wirklich um nichts anderes geht. So wie beim Endkampf hier, dass wir da einmal schneiden, dass wir da schnell hinkommen. Aber alles andere, finde ich, ist zu übertrieben. Man will auch wissen, wie lange man für so ein Spiel braucht, ne? Ja, wenn man alles weiß, kann man das Spiel natürlich schneller schaffen. Aber wir wissen ja nicht alles. So. Die können wir eigentlich auch nochmal besiegen, versuchen zu besiegen.
Sollen wir den einfach mal angreifen? Ich glaube, den greifen wir nochmal an. Oh, jetzt geht's los. Das ist einfach ein geiler Transformer irgendwie, oder? Aber das fliegt sehr hart. So, wir versuchen als erstes den zu stunnen, weil das ging ja am Anfang. Den ersten Mal konnte man den stunnen. Nee, der hat keinen Effekt. Okay. Katze muss ein bisschen heilen hier. Heil mal das kleine Mädel. Oh, ich hab gedrückt. Ich hatte gedrückt, echt. Das ist ab und zu, du kannst gar nicht so schnell reagieren, wie die das machen. Wir müssen uns leider einmal heilen hier. Dann sterben wir. Mal wieder angreifen. Los. Dann muss ich nochmal einen guten Abwehr bekommen. Oh, ich drücke. So schnell kann man gar nicht drücken teilweise, wie der da einmal kommt, ey, der Affe. Okay. Mann, Mann, Mann. Da sagt schon was aus, das Viech. Ach, nur so ein Mixtape bekommen. Okay. Komm, Skillbäume. So. Okay, wir rennen mal schnell zurück zur Hütte. Denn jetzt haben wir ja gar kein Leben mehr. Das können wir nochmal erhöhen. Machen wir schnell. Lauf, 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 lauf. Kurz schnell mal pennen legen. Ja, ich wollte schlafen, Entschuldigung. So, und dann zurück in die Fabrik und das Foto der Tante zeigen. Wenn das dann klappt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber das sind immer so kleine Aussagen, die sie treffen, ne? So wie mit der Tante, mit der Büchereitante da, dass der Manager anrufen soll und dann wussten wir, dass wir ein Telefon da haben in der Schule ein Telefon ist, also irgendwie
aufzuwischen. Und hier kann ich mir gut vorstellen, wenn sie sagt, oh, ihr seht aber jemand ähnlich, ihr kommt mir bekannt vor. Dann kann es natürlich gut sein, dass das damit gemeint ist, ne? So, hier können wir wieder durchlaufen. Da ist ja noch so ein rosa Roboter, den machen wir jetzt mal nicht platt. Dann nachher nochmal. So. Ich glaube nicht. Ah, ich hoffe, das klappt. Ich weiß nicht. Das ist immer so ein bisschen. Wirklich? Ach, guck mal, das Bild da. Sieht die Frau auf dem Bild nicht aus wie Dr. Lee? Was ist das für ein Bild von mir? Lass mich das mal sehen. Oh, das Bild habe ich mir seit Ewigkeiten nicht gesehen. Wer ist die Person, die man nicht so richtig sehen kann? Ah, das muss mein Ex-Mann sein. Damals waren wir Freunde mit deiner Mom. Eines Tages wurde er richtig obsessiv, was Aliens angeht. Und weil ich das alles schon wusste, konnte ich niemals erzählen, dass es wirklich Außerirdische gibt, da ich ja einen Vertrag mit FST habe. Ich habe langsam gesehen, wie er sich immer mehr und mehr verloren hat. Und ich konnte ihm nie die Wahrheit erzählen. Ich konnte ihn auch nicht in die Augen schauen, deswegen habe ich mit ihm Schluss gemacht. Ich habe sein Gesicht ausradiert, damit es keine Beweise gibt. Vielleicht sollte ich mich doch wieder mit ihm treffen. Jetzt wissen wir auch, wer das ist, ne? Das ist natürlich der Dr. Dumont. Oder Mr. Dumont. Er verbracht oft viel Zeit in der Hütte, in den Wäldern. Dann wissen wir genau, wer das ist. Ich glaube, er studiert immer noch Aliens. Das ist gut. Ich glaube, ich muss mal wieder mit ihm schnacken. Was machst du hier? Ich habe einen Toten gestern gefunden und vom Dad die Zugangskarte erhalten. Ich glaube, es könnte mein Dad sein. Unmöglich. Es würde Jahre dauern, für ihn zurückzukommen. Was meinst du? Naja, wenn ihr schon so weit gekommen seid. Ich kann es eh nicht mehr länger verstecken. Euer Dad ist durch das Portal gegangen. Er war damit einverstanden? Es war für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft? Wir brauchen jemanden, der uns die Rechnung bezahlt. Und nach einer bisschen Vision sagte er, dass er willig ist, das zu machen, wenn wir nach seiner Familie schauen. Nein. Nein. Ich sehe. Können wir dichter rankommen an das Portal? Ich will nur sehen, was mein Dad da vielleicht irgendwas zurückgelassen hat. Das ist nicht so richtig erlaubt, aber ich gebe dir mal Zugang zu dem Examinationsraum. Das Portal ist echt zu gefährlich. Ich kann nicht sehen, dass jemand da reingeht. Okay, der Raum ist der hier drüben. Das wissen wir ja schon, wo wir gerade eben nicht reingekommen sind. Wo wir jetzt aber reinkommen. Jetzt können wir da rein. Hey, wo ist dein Anzug? Wir brauchen keinen. Oder wir brauchen einen? Well, nee, es ist eigentlich ein bisschen gefährlich hier. Aber du solltest einen Anzug haben. Es ist sowas wie eine Prozedur, die wir hier machen. Alles, was wir in unserer Mission schnappen, wird hier untersucht. Wir haben diesen Anzug an, nur für den Fall. Ist es denn gefährlich? Nicht wirklich. Die Leute da oben hantieren mit wirklich gefährlicheren Sachen. Wir sind mehr sowas wie die erste Phase. Okay. Macht ihr ein paar Experimente hier? Nee, das macht der andere. Ich helfe nur die Robotics nach oben
anderes Cashier, but otherwise I'm just your average. Achso, sonst bin ich nur der durchschnittliche FST-Laborarbeiter. Okay. Ich mag es hier zu arbeiten. Es ist so schön, so neue Spezies zu sehen. Was ist das hier auf dem Tisch? Ein cooler Alien-Kopf. Ich würde es gerne zu Hause mir in den Schrank stellen, aber mein Boss will das nicht. Okay, wir brauchen eine spezielle Erlaubnis, hier hochzukommen. Er kann uns die nicht geben. Was ist, wenn wir dir was geben? Siehst du den Typ da drüben? Er lässt mich nie irgendwelche Souvenirs behalten. Wenn du mir ein Souvenir für ein Alien-Souvenir gibst, I let you two up to drop it. Ich lasse euch beide hoch, was mir hier auf den Tisch zu stellen. Fragst du es gerade, ob wir stehlen wollen? Nein. Stehlen vom FST ist schlimm. Vielleicht hast du eine Kamera und könntest ein Bild davon machen. Okay, ich denke was aus. Ich habe keine Kamera. Okay. Nochmal fragen, ich kann sie uns mal helfen. Die Kamera haben wir ja definitiv nicht. Okay. Können wir denn, wo kriegen wir jetzt die Kamera her, ist die Frage. Where do we get a camera? Okay. Ich will doch mal rausgehen. Die Kamera liegt hier auch nicht einfach so rum. Ansatzweise. Ist das auch eine Kamera? Ist da eine Kamera da? Okay. Der Typ da oben lassen. Hier irgendwas finden. So, ich weiß auch nicht genau, was wir da jetzt. Na gut. Also, wir brauchen jetzt eine Kamera. Wir müssen mal ins Dorf zurück und versuchen, eine Kamera zu finden, damit wir ein Foto davon machen können. Oh nein, ich bin gegen den Typen gekommen. Kacke, das wollte ich natürlich nicht. Na gut, dann müssen wir den einmal kurz platt machen. Oh, das ist so schnell immer. Das ist so ätzend, wie schnell das ist. Echt. Da kannst du auch kaum was machen. Das ist so, der ist so flott unterwegs. Echt blöd. Gerade geheilt haben, aber trotzdem auch irgendwie blöd. So, noch einmal.
Oh. Das ist aber auch ein schneller Spacko. Muss man einfach mal sagen. Wir schaffen den. Hoffe ich zumindest, dass er nicht alle auf einmal angreift. Ah, scheiße. Ich habe ganz gut gedrückt, aber... Na gut. Das gibt's ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Gut, haben wir auch gekillt, das ist nicht super, aber eigentlich wollten wir die da nicht killen alle. Und jetzt haben wir es gemacht. Gut, jetzt kommen wir hier raus. Nur nochmal zurück zum Dorf, so ein Scheiß. Das ist auch wieder ein ellenlanger Weg. Muss man mal machen. Was sollen wir machen? Wo müssen wir eine Kamera herbekommen? Mich wundert es auch immer noch, dass wir nichts mit diesem UFO noch machen konnten. Vielleicht sollten wir noch mal in den Wald reingehen und gucken, ob man irgendwas mit UFOs auch noch machen kann. Weil das ist ja auch schon... konnten wir auch nichts Richtiges machen. Da haben wir irgendwas übersehen bestimmt. So wie bei letztes Mal beim Bendigo, wo wir das Comic auch übersehen haben. Haben wir schon da auch irgendwas übersehen? Geh da nochmal hin. Gucken wir nochmal. Das sind doch immer echt lange Laufwege, ne? Ich weiß gar nicht, ob unsere Mutti jetzt irgendwas sagt zu uns noch. Komm hier reingehen. Okay, jetzt nicht so viel. So, gehen wir in die Richtung. Hier war Speer. Wir gehen kurz schlafen, um uns aufzufrischen. Achso. Wir haben schon weggegeben. Unser Fuck sagt zu uns, bitte verliert das Bild nicht. Und wir haben es eigentlich schon verschenkt, ne? Mal ganz ab. Okay, alle wieder voll das Leben. Das ist zum Raumschiff, ne? Gehen wir nochmal zum Raumschiff. Ich wollte sagen, nehmen wir die Abkürzung. Ich glaube, so viel kürzer ist es gar nicht. Geil. Laufen trotzdem den Weg. Ein bisschen durch die Natur ist auch ganz schön. So. Hier könnte ich gut noch ein paar Pilze finden. Das wäre ganz geil. Aber naja. Das sind aber auch echt kleine Aufwege. Also gucken, wie viele Kilometer man hier läuft. Da müsste man irgendwo sehen können, wie viel man gelaufen ist, wie viel Strecke man hinter sich gelassen hat. Würde mich auch mal interessieren. Da geht's hoch. Na gut, da sind wir aber schon gleich im Wald. Da müssen wir gleich mal gucken beim Wald, wie das genau da ist. Ich glaube, dieses UFO, da muss man doch irgendwas machen können noch. Kann man nicht vorstellen, dass man da gar nichts machen kann. Das ist ja auch irgendwie albern. Das UFO. Aber ich kann hier auch nirgendwo reingehen. Hier ist ja die Tür wahrscheinlich. Da kommen wir nicht hin. Komm hier hoch. Ah. Klopp an. Was ist, wenn sie gefährlich sind?
Wir klopfen trotzdem an. Nochmal klopfen. Vielleicht wird er irritiert. Wer ist da? Was willst du? Wir hatten nur gedacht, dass ihr Aliens vielleicht ein bisschen Erdenessen haben wollt. Erdenessen? Ist es umsonst? Na klar ist es umsonst. Na gut, also ich kann gratis Essen nicht ausschlagen. Er kommt raus. Schnell, wir müssen weg. Ich panik. Lass uns verstecken hinter den Büschen. Okay. Sieht auch noch ganz süß aus. Ganz friedlich. Und insektenartig, ne? Okay. Er ist wahrscheinlich gar nicht so friedlich. Was ist mit ihm passiert? Ich mochte ihn vorher lieber. Die Tür ist auf. Vielleicht können wir uns reinschleichen. Nein, können wir nicht. Okay, wir können ihn betäuben. Yes, betäubt. Ist er dran? Ne, ich bin noch dran, okay. Noch betäuben kann ich wahrscheinlich nicht, aber ich kann ihn mit der Axt. Aber dann ist ein ganz cooler Angriff, oder? Okay, der ist gar nicht so stark. Das ist wahrscheinlich ein normaler Gegner. Dumm. Und so kann man ein bisschen geheilt werden. Schleichen. Das ist noch so ein Tier, was wir hatten. Hallo! Hallo! Mit dem hier reden? So stank Vermins. Die haben alle die Kabel gegessen. Hä? Wer seid ihr? Wir sind von der Erde. Wisst ihr, wie man diese... Sind das Ameisen? Loswerdet? Wenn wir den Warp Drive benutzen, dann tauchen sie auf. Hey, was sind Vermins nochmal? Ich weiß gar nicht, was sind Vermins? Wisst ihr das? Ich guck mal ganz schnell nach. Ungeziefer, okay. Ameisen sind auch Ungeziefer, also Ungeziefer. Gut. Was guckst du dir an? Wir haben ein Signal bekommen von einer Weltraumstation, die hier im Umlauf ist. Aber alles, was ich hier sehe, ist ein Wald. Ja, das ist, weil wir es geschickt haben, du Affe. Kann er noch was sagen hier? Ja, okay, das ist auch gleich hier. Ich könnte den Superhero Cutout hier hinpacken. Mach mal. Es sieht aus, als ob jemand dein Schiff übernehmen will. Super, ich brauche nämlich eine Pause. Vielleicht gehe ich mal und gucke mir die Oberfläche an. Okay, das war ja leicht.
Gut. Er sagt es gleich nochmal. Die haben da einen Waschbären gefangen, kann das sein? Was ist denn hier? Hey, Erdling, was machst du? Ich wollte nur sehen, wofür diese Schalter hier sind. Nichts anfassen. Das würde die Kreatur da oben befreien, da drüben befreien. Und ich will sie mit nach Hause nehmen, als Haustier für meine Kinder. Yo, what? Ich will kein Haustier sein. Haha, hast du das gehört? Ich frage mich, welche Sprache das ist. Wir reden die gleiche Sprache. Helft mir. Was ist passiert? Ich war real. Ich habe ein paar Rhymes gemacht und meine Beats ausprobiert. Wenn dieser Typ über mich rüberflog und das nächste, was ich weiß, ich war hier drin. Du schwebst. Ich bin gefangen. Hilfe. Na gut. Können wir hier noch irgendwas hin tun, so ein außerirdisches Ding hinpacken? Was können wir jetzt damit machen? Hier ist noch so ein Viech. Oh, what's your name? Passt nichts. Können wir nichts machen? Hier ist noch jemand, mit dem wir reden können. Ich würde gerne Pause machen, aber ich habe Angst, dass ich erwischt werde vom Leiter. Ich glaube, dein Boss ist rausgegangen. Oh, meine Schicht muss zu Ende sein. Ich gehe auch und mache eine Pause. Können wir das behalten? Können wir nicht. Okay, ist die Frage, wenn wir jetzt unser Haus ja auch wechseln. Kann der mit denen reden vielleicht? Oh, was ist, wie ist sein Name? Nee. Können die gar nichts machen. Kann man hier noch irgendwas hinstellen? Wir haben ja schon das eine Ding hingestellt. Hallo. Du solltest rausgehen. Da ist nichts draußen außer Wald. Er würde sich transformieren. Psst. Ich glaube, draußen im Wald habe ich das Signal gehört. Oh, das ist großartig. Ich werde sofort rausgehen und es angucken. Vielleicht kann ich auch mehr von diesen Viechern bekommen als Haustiere. Lass mal raufdrücken hier, oder? Sieht nix. Ah, okay. Wo ist er? So. Wollen wir rausgehen? Vielleicht ist er draußen irgendwo. Da ist er. Den und ihn. Ja, du hast mir das Leben gerettet. Ich wäre beinahe deren Haustier geworden. Aber ich glaube nicht, dass sie dich gekillt hätten. Das ist schlimmer als der Tod. Ein Haustier. Du warst ziemlich cool da drin. Vielleicht join ich deine Crew. Okay. So, wir gehen nochmal hier rein. Ist noch eine Person ist hier noch, ne? Alle draußen jetzt. Ich habe ihn schon befreit. Wir gehen mal raus wieder. Müssen wir mal mit dem. Wo ist denn, ja, wo ist eigentlich Dumont hin? Vielleicht müssen wir mit Dumont nochmal reden. Ich wechsle trotzdem mal kurz zu meinem Pet wieder. Ich kann mit ihm nochmal reden. Er weiß doch schon was. Was machst du hier? Die Monster sind überall umdringend. Hier drum. Ach. Sorgt euch nicht um mich. Ich
studiere nur deren Benehmen und Verhalten. Ich glaube, etwas im Wald oder in der Atmosphäre beeinflusst sie und verwandelt sie. Sie reagieren auf den Wald und verwandeln sich dann in einen Kämpfen- oder Flieh-Modus. Wie eine allergische Reaktion? Sowas wie ähnliches. Okay, warte mal. Kann man hier irgendwas machen in der Hütte vielleicht? Gehen wir mal kurz schlafen. Ja. Mann. Aber jetzt sind wir ja schon wieder ein gutes Stück vorangekommen. So. Die Frage, wo die jetzt hin? Komm, schnappen wir uns den noch. Den bolzen wir noch kurz nieder. Oh, der hat 200 sogar. Okay, jetzt darf er angreifen. Okay, ich darf mal angreifen. Okay, dann machen wir hier so einen Stepper. Oh. Jetzt greift er an. Das Schlecken ist ganz geil. Ja. Ich drücke da einfach nur wild A und B. Das geht am einfachsten. Gleich Angriff, das ist für uns ganz lässig dann. So, jetzt können wir sie noch schnell heilen und dann mit ihm zuschlagen. Dann haben wir wieder volles Leben bei allen, was natürlich sehr praktisch ist. Okay, so. Perfekt. Können wir rausrennen? Ja, gut, aber das soll es gewesen sein für heute. Wir gucken mal, wenn wir das beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss. Ich hoffe, wir finden eine Kamera.